So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch natürlich auch noch etwas zu dem Thema Kaltwachsmedium erklären. Und zwar, wir haben das wunderschöne Kaltwachsmedium. Das ist ein neues Produkt, entwickelt zusammen mit der wunderbaren Enkaustikexpertin Bettina Egli. Und das gibt jetzt seit neuestem bei Crema-Pigmente. Und ich habe das hier einfach mal da und werde das mit euch ausprobieren. Ich habe hier, damit wir dann sehen können, ich habe hier so eine kleine Gesso-Board und dann, damit wir das auch besser sehen können, werde ich auf diesem Gesso-Board das Enkaustikmedium direkt mit dem Pigment anrühren. Es ist wirklich sehr, sehr weich. Man kann es also eigentlich schon fast hier wirklich, das schmelzt schon nicht nur in den Händen, sondern auch direkt im Prinzip auch schon auf diesem kleinen Spachtel. Und ihr kennt mich, oder ihr kennt ja schon einige Videos von mir, wo ich mit diesem Wachs gearbeitet habe. Da habe ich ja so ein Stone-Wachs benutzt, welches mal auch über Internet, über Amazon zu bekommen war. Und diesmal habe ich gedacht, ich möchte das mal ausprobieren. Was ist der Unterschied hier? Und ich merke ja einfach schon den Unterschied hier in dem Verhalten. Das Ganze ist, also dieses Kaltwachsmedium, Entschuldigung, dieses Stone-Wachs von, ich glaube, Kreativ-Shop habe ich das gekauft. Es ist auch schön weich, aber das ist, glaube ich, noch weicher. Hier steht es auch, eine Flüssigkeit und Dampf extrem erhitzbar, kann mit Wasser organischen schädlich. Aha, jetzt weiß ich. Also flüssig, ich kann nicht lesen ohne mit der Brille. Also ich bin ja blind, muss ich neue Brille haben. Also Flüssigkeit und Dampf extrem erhitzbar. Kann für Wasserorganismen schädlich sein. Mit langfristiger Wirkung. Okay, das heißt, man muss es auf jeden Fall aufpassen. Also das kann tatsächlich entflammbar sein. Also muss man sehr aufpassen. Aber wenn es entflammbar ist, dann können wir auch ausprobieren, ob wir damit mit Shellack arbeiten. Ich nehme jetzt mal so ein klitzekleines Pigment. So ein schönes Blau, damit ihr das auch hier gut sehen könnt. Ja, ich will das bitten. So. Das ist jetzt in dem Fall einfach ein ganz normales Azurblau-Pigment von der Firma Sennelier. Und das werde ich hier mit diesem, ich lege euch das nochmal hier, dann könnt ihr auch von oben sehen. Ich werde das hier mit dem Pigment einmischen und schaut mal, das ist ja der Wahnsinn, wie schnell sich das vermischt, wie weich das ist. Unglaublich, unglaublich. Und schon habe ich eine Farbe hergestellt aus Pigment und Wachs. Hellig, oder? Also, ihr müsst damit gearbeitet haben, um zu merken, wie geschmeidig das ist. Das kann ich euch gar nicht jetzt hier so darstellen, wie es wirklich ist. Und ihr merkt ja, ich habe hier mal ein Bild vorbereitet mit Struktur aus Sumpfkalk und dieses Bild habe ich natürlich schon im Vorfeld auch gesichert und jetzt kann ich, womit kann ich da natürlich auch
kann ich das vorher auch schon mit Schüttungen machen. Ich kann vorher auch dunkle Schüttung machen. Natürlich diese Schüttung vorher antrocknen. Aber in dem Fall möchte ich euch einfach nur diesen Wachs demonstrieren. Und da würde ich schlicht und einfach hier so schön in die... Schaut mal, wie schön sich das verhält. Mit den Hand auftragen. Und je mehr ich das verreibe, desto mehr wird es oben wieder heller und desto mehr geht diese Shellac, Entschuldigung, nicht Shellac, der Wachs hier in die Ritzen rein. Aber schaut mal, ich kann damit im Prinzip ganze Bild fertig machen. Also theoretisch könnte ich sogar das ganze Bild damit ja fertig machen und noch weitere Schichten drüber legen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen mehr hier in der Mitte. Ich will wissen, wie sich das auf den großen Schollen auch verhält. Also man kann es wunderbar verreiben. Schaut mal hier auf diese große Scholle. Also natürlich auf diese große Scholle geht das weniger zwischen den Rillen, zwischen den Schollen und mehr bleibt es auf dieser Scholle selber. Und hier, da die Schollen sehr klein und sehr zart sind, geht das mehr in die Schollen rein und bildet natürlich ein bisschen andere Effekt, als wenn ich das hier mache. So lasse ich jetzt das Bild, weil ich möchte ja auch das Bild vielleicht zu den Demonstrationszwecken weiter benutzen, dann kann ich hier immer zeigen, da haben wir eben mit dem Wachs gearbeitet und hier haben wir mit eben ein Sumpfkalk ohne alles. Ich möchte aber noch ein Experiment wagen. Und zwar, ich nehme mir noch mal ein kleines Papier, beziehungsweise ich brauche mal Schere. So, jetzt machen wir noch mal ein Experiment. Schaut mal, ich habe hier ein Papier. Und dieses Papier werde ich auch so weit wie möglich mit dem Wachs bestreichen. Vielleicht mache ich das ein bisschen mit den Händen, dann wird es einfacher. Also es ist ja mit dem Spachtel genauso möglich, aber ich möchte das mit den Händen insofern machen, weil dann kann ich das exakter machen. Und dann habe ich Folgendes vor. Ihr könnt euch erinnern aus dem Video über dem Shellac, da haben wir auch mit dem Encaustic-Medium gearbeitet. Jetzt habe ich als Untergrund nicht das Encaustic-Medium, sondern dann diese Kaltwachs. Und das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich ein Experiment. Ich nehme mir jetzt einfach den Shellac, den hellen Shellac und werde diesen hellen Shellac, das ist in dem kleinen Beutel, könnt ihr sehen, das ist diese Shellac, also ist nicht so dunkel und das ist aufgelöst. Sieht so aus, aufgelöst. Und dann werde ich hier das wieder bestreichen mit so. Das ganze Papier bestreichen. Und dann muss man jetzt tatsächlich abwarten, weil das soll auf jeden Fall das Alkohol ein bisschen verdünsten, weil sonst kann es sein, dass es mir hier hoch die Flamme geht. Übrigens, den Pinsel, den ich hier benutzt habe, das ist jetzt
ein Ziegenhaarpinsel, ein Naturpinsel. Und ich habe gemerkt, dass sowohl mit dem Shellac, man sagt es normalerweise, der Shellac kann man ja kaum abwaschen. Und deswegen benutzt man dann so einen Schaumstoffschieber oder Schaumstoffpinsel oder macht das mit einem Schaumstoff, so ein Küchenschaumstoffeck. Und ich habe mich jetzt hier entschlossen, mal diesen Ziegenhaarpinsel zu nehmen, weil das ja eben Naturprodukt ist. Und dann dachte ich mir, ich versuche es jetzt einfach, das nachher rauszuwaschen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Pinsel nicht austrocknen lassen. Ich habe den relativ schnell in Alkohol eingetaucht, ein bisschen mit dem Alkohol nochmal die Reste von dem Shellac weggewischt und dann habe ich im Anschluss fast komplett perfekt einen sauberen Pinsel gehabt. Und ich habe aber, damit es noch besser wird oder noch wirklich also besser sauber wird, habe ich dann auch unter warmem Wasser mit einem Kernseife nochmal abgewaschen und dann war es alles weg. Also damit wollte ich euch nur zeigen, diese Naturhaarpinsel kann man tatsächlich mit dem Shellac benutzen. Man muss es nur vorher relativ schnell diesen Shellac mit Alkohol abwischen. So, jetzt brauche ich mein kleines Flambiergerät. Das tue ich nochmal aufstehen. Und ich habe so ein bisschen Schiss. Aber ich werde jetzt nicht nochmal diese, normalerweise würde ich jetzt hier diese feuerfeste Unterlage nehmen, aber ich mache das jetzt ganz vorsichtig. Bitte, 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 bitte nicht nachmachen, okay? Ich möchte es aber einfach euch zeigen, wie das wirkt. Bisschen kleiner. Seht ihr? Gefährlich. Habt ihr gesehen, ich habe Feuer gehabt. Aber, es funktioniert. Nur, ihr seht, bitte, 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 ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe Feuer drin gehabt. Ich habe selber schon Schiss bekommen, dass mir hier alles anbrennt. Jetzt versuche ich nochmal. Schaut mal. Ich habe es geschafft. Aber ihr habt ja gesehen, wie gefährlich das war. Ich würde es nicht machen. So, und jetzt schauen wir mal, was ist das Status quo von unserem Experiment. Ich glaube, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert wie mit dem Encaustic-Medium. Also ihr seht ja, der Shellac hat sich zusammengezogen und bildet tatsächlich, also hier sieht man, bildet tatsächlich irgendwie so Effekte, so Zusammenzieheffekte, aber das ist eigentlich nur der Shellac, der da oben verbrannt ist. Wenn ich jetzt hier auf diesem Fläche, wo also hier drüber gehe oder hier drüber gehe, dann ist diese Kaltwachsmedium noch unten drunter. Man sieht es hier oder auch hier sehr gut. Das heißt, dass diese Kaltwachsmedium so gemacht ist, dass es ja nicht dafür geeignet ist, denke ich. Also zumindest nach meinem Erfahrung. Ich musste tatsächlich mit der Bettina vielleicht nochmal sprechen. Aber nach meiner Erfahrung ist diese Kaltwachsmedium nicht dazu geeignet, dann mit Shellac damit weiterzuarbeiten und mit dem Shellac dann mit Feuer anzubrennen und damit Effekte zu erzeugen. Ich muss dazu gestehen, ich würde es mit der Bettina sehr, sehr gerne nochmal drüber sprechen. Die Bettina war ja an der Entwicklung des Kaltwachsmedium mit beteiligt. Die wird mir dann genauer sagen, ob das dafür geeignet ist. Aber wir haben ja diesen Experiment jetzt gewagt. Ihr habt ja gesehen, das ist dafür nicht geeignet. So, also mein Fazit daraus. Man kann es wunderbar damit Bilder
einfärben. Und ihr seht ja, wie wunderschön, oder auch hier von unten nochmal, wie wunderschön das hier reingegangen ist in die Ritzen. Man kann es natürlich jetzt nicht darauf mit Farbe arbeiten, zumindest nicht im nassen Zustand. Ich würde es dann, wenn das Ganze sehr lange, ich weiß jetzt nicht, wie lange das trocknet, das müssen wir mal einfach schauen, aber wenn das bestimmt so 2-3 Tage trocknet, dann schauen wir mal, ob ich damit auch nochmal darauf mit, oder darauf nochmal mit dem Farbe arbeiten kann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Kreidefarbe von Aquarellic darauf haften wird, aber die Acrylfarbe wird es nicht darauf haften. Das lässt sich noch einfach mal ausprobieren. Aber diese Kaltwerksmedium eignet sich sehr gut, um solche Sachen mal einzufärben. Und das würde ich dann vielleicht nicht am Anfang des Bildes benutzen, so wie ich das hier gemacht habe auf dem weißen Untergrund, sondern ich würde dann, nachdem ich mit der Farbe mehrere Lasuren gemacht habe und mit der Farbe dann alles auch bearbeitet habe, dann würde ich solche schöne Effekte mit dem Kaltwachsmedium am Schluss des Bildes dann nochmal machen. Das dafür eignet sich sehr gut. Wo es sich grundsätzlich eignet, ist natürlich zum Auflösen der Pigmente. Und wo es sich meiner Meinung nach nicht eignet, ist eben diese Effekte mit dem Shellack. Das würde ich nicht machen. Und ihr habt gesehen, das war wirklich, ich habe schon gedacht, ich muss jetzt mal hier irgendwas suchen, um mal drauf zu kippen, damit ich nicht anfange zu brennen. Also bitte, bitte, bitte nehmt Finger weg davon und macht dieses Experiment lieber nicht. Alles gut. Das waren meine Experimente. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Ausprobieren und auf keinen Fall das ausprobieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.